Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo, moinsen. Wir sind wieder zurück hier auf der wunderschönen Erlengrad. Wir haben, ihr seht es schon, beziehungsweise habt es vielleicht auch schon gehört, wir haben den Hund. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade ist. Komm mal kurz her. Oh, nee, ich will nicht schlafen. Wir füttern da. Ich höre ihn. Er häkelt. Ich ja. Höre ihn auch. Wo ist er? Er kommt halt auch nicht. Ja, da, wo ja. Ist er? Ich glaube, der ist gerade beim Scheißen. Würde ich mal so behaupten. Der wird schon irgendwann kommen, wenn er Hunger hat. Ja. Ja, zum zweiten Thema. Ich habe hier auch noch ein bisschen Zaun platziert. Und zwar, ihr seht es. Wir haben VCA mit drauf. Ich weiß nicht, Philipp kommt aber noch nicht so ganz klar. Ich so halbwegs, also ich habe es mir jetzt eingestellt, damit ich wieder eine Gangschaltung, also Vorwärts-Rückwärtsschaltung habe. Auf jeden Fall, was wir heute zu tun haben, in der letzten Folge, die ihr gesehen habt, ist ja unser einziges Feld, was wir momentan besitzen, die zwei reif geworden mit Gerste. Und da werden wir uns heute dazu begeben, die abzuernten. Und zwar haben wir dann einen wunderschönen Drescher mit drauf genommen von Rostelmeschen, uraltes Ding. Da hat wunderschöne Teil hier. Der hat auch. SK5 Pipe, was ist das? Das ist irgendein Rohr für den, auf jeden Fall. Der hat jede Menge so, ich weiß nicht. Ist es nicht, kann er Ballen pressen? Also es sieht mir sehr danach aus. Da kommt auf jeden Fall durchgepresst und fällt dann hinunter. Ich glaube, das machen wir mal lieber nicht. Nee, lassen wir ausprobieren. Wollen wir ausprobieren? Das kostet halt auch nichts, ne? Ja gut. Ich konfiguriere uns das Timer, aber erstmal machen wir ein bisschen Radio. Aber ich kann kein Radio machen, warte. Jetzt kann ich Radio machen. So, warte. Der kostet normalerweise 53. Aber nimm die alte Version, gell? Die 1972er. Ja, ich nehme die alte. Die Ballendings. Brauchen wir eine. Gibt's für den Ding einen Schneidwerkswagen? Ich nehme den mal dazu. Ja, nee, wir sind die Nummer 1. Nimm Schilde. Nimm und die das alte ist Windows Gitter brauchen wir nicht. Nee, das sieht scheiße aus. GPS machen wir drauf. Antwortgerät? Kann ja nicht. Achso, das war das. Ich hab es konfiguriert, ne? Also, so. Warte mal, ja, egal. Brauchen wir sollen wir die Ballenpresse jetzt hinten dran oder Ballenpresse? Ja, okay. Probieren wir aus. Brauchen wir nicht, Schilde, ja, GPS. Soll ich GPS dazu machen? Oh, der hat einen. Oh, geil. Soll ich GPS hinzumachen? Kommt jetzt drauf an, ob wir selber fahren oder Helfer? Also ich würde einen Helfer fahren lassen. Also ich oder wir können halb machen. Ich mache einfach GPS mit dazu, kostet nicht viel mehr. Dann bieten wir uns das Teil für knappe 3508 Euro. Heilige Scheiße, gibt es da viele Dinger. Ist gemietet. Jetzt einmal Sonnenblumen, nochmal Sonnenblumen, das Zeug. Nochmal Sonnenblumen, das Zeug. Wieder das passt. Ich nehme das 5 Meter Schneidwerk. Ja. Erweiterung 3 würde ich sagen. Schutz, ja. Eine Spule. Die alte, die auch oh, schön. Willst du mieten oder soll ich? Das Schneidwerk. Hallo? Ich lass dich mieten, dann hast du auch was gemietet. So war der Schneidwerkswagen, gibt's für den Schneidwerkswagen? Hab ich schon gemietet. Schneidwerkswagen? Gibt's? Ja, mit Zwingsbild. Oh, ich bin da. Oh, herrlich, wie schön. So warte, ich schnapp mir mal den. Ich mal wieder alles so umstellen, dass ich fahren kann, Mann. Wo? Ja. Warte mal, ich hab ne Idee. Also warte. Alter, die Kamera, ich muss die noch umstellen, die dreht sich die ganze Zeit so hin, das ist doch scheiße. Da ist der Führer. So. Inzwischen, ich habe auch unser Silo schon mal ein bisschen platt gefahren. So warte, ich hole jetzt den Anhänger, der steht noch irgendwo da drüben. Abends mit Fischen, oh genau, und wir haben auch ein paar neue Mods mit draufgenommen, Traktoren technisch. Kann ich mal ganz kurz sagen, also wir haben ein paar MP-Tracks mit draufgenommen. Hier die Steier, den gibt es momentan noch nicht zum Download. Wird aber demnächst bald kommen, den habe ich privat bekommen. Und der wird natürlich ja auch zum Einsatz kommen, der gute Kollege hier. Ein paar Fehler hat er noch, aber im Großen und Ganzen, er wirft keine Fehler. Also, relativ schöner Ding. So, wir holen uns jetzt mal länger. Ey, ich kann halt nicht mehr in den Innenantrieb fahren, ne? Du kannst das umstellen. Dieses, dass man dieses hin und her schaut? Ja. Wo? Das kann man irgendwo einstellen noch. Strömungsdruck, noch Handgas.
so. Weil das ist jetzt ein bisschen nervig einfach, sagen wir so. So, ich fahre jetzt einmal zum Feld 2 rüber. Ja, es ist weg. Bin ich richtig? Ja. Nein, das ist noch ein bisschen umständlich. Ich hab da noch nicht perfekt. Bei VCA, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir so, ne? Sagen Sie. Ja, kommt du nicht von der Bau. Ich hab das eigentlich nur umgestellt gehabt. Ja, gut. Oh mein. So, irgendwo da hinten ist nochmal, weil wir so fest hier auf jeden Fall rein, das weiß ich noch. Dort wie ist sie noch. Einer ist dran, läuft hinterher, wunderbar. So. Das Außenansicht. Da vorne ist normal. Ja, ist ein Tag, wunderbar. Kriegt der Schneidwagen nicht auf den Schneidwerkswagen, ne? Oh. Ich stelle den einmal mal hierher. Da dürfte er oben nicht stören. So. Ich hoffe, das hält so. Mutter, ist deine Runde? Möchte nee, ne? So, warte mal, ich komme mal zum Händler. Leck. Das Ding muss ich mal angucken. Shop. Bis kann ich das anhängen? So noch mit der Nadel da hinten raus. Ich weiß nicht. Ja, ich geh. Kann ich da noch lenken mit? Wirklich. Aha. Guter alter Rost damit. Eieiei. Alter, ich fast mitgenommen, ne? Okay, viel Spaß. Ich schnapp mir jetzt mal den Lindner. Weil. Ich denke, geht 40, ne? Echt jetzt? Durch VCA. Achso. Ich hab mir gerade gedacht, der ging ja normalerweise plus 25 oder 35. Und jetzt geht er 40. Ja, gut. 43. Ja, gut. Jo, aber. So. Der schaukelt ein bisschen. Bitte ja. Gekommen, jo! Aber der Schneider kann gut drauf. Okay, Flo? Kann man die hat keinen Blinker, ne? Echt nicht? Nee. Ja gut, das ist ein amerikanischer, der braucht mir keine Blinker. Oh Mann, jetzt hänge ich schon wieder. Egal, ich lasse die jetzt nicht. Ich fahre hier mit 40 lang, ne? Ja gut. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber egal. Bleib mit dir gesagt, hoi. Ja. Hoi. Aber. Warte mal. Oh Gott. Ah! Ich hab hier jetzt noch eine Hülle platziert. Nein, ich hab den Schneidwerk verloren. Echt jetzt? Ich bin vielleicht gegen. Ihr seid direkt unter unserem Hof. Ich sehe, wenn ich rausgehe. Da unten sehe ich's. Oh Mann. Oh je. Das geht doch nicht. Oh Junge. Oh nee. So, warte mal. Das habe ich nämlich schon wunderschön platt gefahren hier in unser Silo. Und ich schaue wieder die Hälfte raus. Ja, morgen. So. Ich lasse jetzt einfach den Schneidwerk vorne drin, bis ich vorne bin. Aber das ist ein bisschen kompliziert mit dem zu fahren. Also. Du walkst ja ganz drüben, ne? Ja. So. Aber ich muss hier mein Lob aussprechen, die 40 schafft er. Dank VCA. Nein, also er würde sie auch ohne VCA, also das heißt, er würde sie auch ohne. Ohne nicht, aber bergauf geht er gut. Er schafft sie ohne, dass er abkackt. Genau. Also, da geht Flo, raus. Ja. Soll ich da den Steilhang runter, weil ich stehe jetzt da in die Richtung dran, ne? Also bist du da, ich bin nicht da, mach warte wie ich, ne? Will ich mal so sagen. So, ja. Ey, man muss den Tempomat raus tun, damit man mit mehr fahren kann. Keine Ahnung. Du, weiß ich nicht. Mann, da packt immer wieder was raus. Wieso fällt dann so viel raus, ey? Mann. Da fragst du den falschen. Ich habe auf jeden Fall noch was zu tun, das sag ich euch. Also ich fahre mal so außen. Hm. Ohne Variante. Nio. Nio. Vertreibst du mit dem Drescher, Alter? Der ist nur gemietet. Wir sind voll. Deswegen, ja.
wenn das gehen würde. Haben wir GPS mit drauf? Ja. Aber in dem Bademann, wir hätten gar kein GPS mit drauf bräucht. Wieso? Wir haben ja VCA, da ist ja GPS dabei. Ja, aber trotzdem, ich habe keine Ahnung, wie man VCA bedient. Also das GPS und VCA an sich, also. VCA ist das neue Land. Ja. Ich hocke halt. So, aber mei, dann lernen wir auch irgendwann, ne? So. Nee, das ist Schwartablage. Hm? Ist doch keine Ballenpresse? Nee, das macht ganz normal eine Schwartablage. Okay. Da wissen wir das jetzt auch. Als C statt S. Ich hab mir schon gedacht. Weil das war ja auch schon. Das Ding raus. Was ganz komisches gewesen. Oh. So. Und dann packen wir das da wieder rein. Ja, schon wieder. So. Also ich habe das GPS eingerichtet. Von VCA oder normal? Normal. Okay. Ich lag gleich schon mal ab. Also ich stehe halt da dran auch noch, ne? Ich muss jetzt auch noch mit dem Fisch fahren. Alter, wie soll ich mal? Ich sag's nicht schon. Du mal so eine theoretische Frage. Steuerung C Waffe, ja. Ja. Arbeitsbreite? Nein. Kann ich die Arbeitsgeschwindigkeit hochschrauben? Ich weiß es nicht. Aber ich würde es immer nicht. Ich würde es selbst nicht zu machen. Startgang. Warte mal, ich guck mal. Handgas! Handgas! Ah ja. Also Leute, ihr seht, wir haben nur einen Plan von VCA. So richtig feiere ich es momentan noch nicht, aber wenn man sich da mal ein bisschen reingefuchst hat, ist dann glaube ich wieder was anderes. Mann, so fällt dann immer so viel raus, das ist doch eine Scheiße hier. Klausstärke des Turbo. Warte mal. Ich lasse das einfach in Ruhe. Ich fahre immer von deiner Seite an. Also ich lasse nichts stehen, ich fahre sauber hier, ich gebe mich hier. Da wird es gehört. Hat der also Licht? Normalerweise. Aber der hat sogar Arbeitsbeleuchtung. Das ist ein Drescher, ich glaube, der sollte das schon haben. Aber der hat da oben so komische zwei Augen mit. Was ist das? Hm. So, zack. Oh. So war es eigentlich nicht geplant. Keine Ahnung, wo das jetzt aufgesammelt hat, aber gut. Ich mag VCA nicht. Ich komme mit dem nicht so klar. Ich auch nicht, aber mal, wenn das andere nicht geht, ist halt scheiße, ne? Ja. Wir werden VCA einfach nur noch unnötig mit drauf haben wegen der Gangschaltung. Ja. Aber ich finde die Gangschaltung auch so blöd, weil man da immer stehen. Dass er lang stehen bleibt. Ja. Aber gut, aber gut. So, ich packe jetzt das alles immer rein. Wenn ein bisschen was draußen flanken bleibt, dann ist halt so. Kann man dann auch nicht ändern. Ey, ich muss zum Rohr ausklappen, immer rausgehen, ne? Hm? Theoretisch. Ach so. Ja, da kann man immerhin, unterm Fahren, wenn die, ich habe ja GPS drauf, hinten kurz rausgehen, das komische Ding umklappen und dann rausstreben. Ja gut. Jetzt packe ich das alles an die Seite da, egal. So, ich glaube, das passt mir auch. Ich weiß nicht, wie viel das schon hat. Aber ich muss ein bisschen festfahren wieder, okay. Habe ich mir aber auch nicht anders gedacht, glaube ich, F2. Egal. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es gut heißen soll oder nicht. Ich habe einen riesen Teil von unserer Ernte einfach komplett zusammengefahren. Wieso? Weil ich so. In Innenansicht, ja. Also man sieht ja bei dem in der Innenansicht auch nicht, ob er voll ist oder nicht. Ja. Doch, da. Ja. Alter, das Ding ist 44 rückwärts. Ja. Weil ich halt in den Einstellungen war und was geschaut habe und dann
Beim Thresher sollte man das nicht machen. Und dann Unfall. Mal lieber den Helfer rein. Mann. Du hast gesagt, ja, okay, du magst es sauber. Ja, aber es ist auch sauber, aber. Es fehlt aber die Hälfte vom Ertrag, nee, aber. Nein, nicht die Hälfte. So 5 Meter von dem Mähdrescherbrett. Ja gut. So. Vielleicht gehen da auch noch was? Ja. Ich lasse jetzt den Helfer fahren. Zack, ja, so ist schön. So, braucht der ein Vorgewende der Helfer hier? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das ist eine Standardkreise. Normalerweise dürfte es der Helfer schaffen. Kann ich das da reinpacken? Okay, Freund. Ich hab's reinschütten können. Ich weiß nicht, ist es im Silo angekommen oder nicht? Ne, warte mal. Ne. War richtig. Ja, gut. Kann es sein, dass ich keinen Farmmanager hab? Ach, ne. Das war's nicht. Doch, weil ich kann den helfen. Hä? Harvey Helfer. Ich also denke, mal hier gerade mit. Du hast Farmmanager. Ja, aber irgendwie. Hier muss doch irgendwas geben mit Helfer, oder? Getriebe und Helfer, falls eingestiegen. Aus. Error. Okay, ich muss immer falls eingestiegen. Ja. Aus. Wie ist jetzt? Ansonsten lass mich kurz einsteigen, dann mach ich. Ah, hat, jetzt geht's! Ah, es hat auch gerade geruckelt. War nicht, was jetzt? Okay, okay, gut. Ich hab ein GPS drin gehabt und deswegen hat er gemacht. Ah, ja. Stimmt. Das gute altbekannte Problem mit GPS, ne? Und Hilfe. Beste jetzt? Freunde. Was kann ich jetzt machen? Ja, gut, das ich hab ne Idee. So, ich muss jetzt kurz noch mein VCR was gucken. Wollen wir uns einen Ladewagen? Da steht da drüben. Ja, oder hier? Nee. Kurzen Blick, nee. Oder was ist das? Oh, ich hab das Ding ja gebaut, egal. Ach, ist das hier schönes VCA. Wir kommen hier aus. Ja, das müsste passen. Ton hier noch mit der Würze nochmal. Ich werde ja noch ganz ballerballer mit dem VCA. Ja. Jetzt habe ich hier dies. Jetzt habe ich hinten das Teil abgekuppelt. Das war die Zapfe, das ist ultra lang. Oh, die ging halt einfach bis vorne hin. So, warte, habe ich jetzt das? Und wenn ich jetzt rund hab? Es ist immer noch, dass die Kamera sich so rückwärts hinkriegt. Mann, was ist das für eine Scheiße? Zurückblicken innen aus. Jetzt hat's so. Ey, das ist halt kompliziert, ne? Also. Aus, zurückblicken aus. Selbst beim anderen habe ich nicht ansatzweise so lange gebraucht. Ja, da sind wir noch, ich weiß, kann man das einstellen? Ich weiß es nicht. Was? Dass wenn man rumtappt, dass die Kamera sich immer rückwärts hindreht. Jetzt. Was, dass sich die Kamera immer? Wenn man umdreht, oder wenn man in ein neues Fahrzeug reintappt, sich immer umdreht. Jetzt habe ich ein Problem. Also, ich kann die Zapfwelle vom Euro. Was ist denn das für eine Scheiße, du? Aus. Aus. Also ich muss aus. Das Ding abgekuppelt haben. So. Aber geht der ein? Er ist immer noch. Der geht doch nicht ein! Och man, Flo. Oh, das ist ja weg, gut. Ja, was gibt's denn? Ich bin hier im. Brauchst du zurzeit dein Ding? Dein Lindtrag?
Weil ich kann mit dem nicht sammeln, ne? Weil er hinten einfach keine Anhängkupplung jetzt, wenn ich das Teil dran hab. Wenn ich das andere, die Aufbau hab, hab ich keine Zapfwelle. Die Frage ist halt, soll, ich habe nichts dagegen. Wollen wir uns den Steier kaufen? Weil wir haben halt einfach keinen Traktor mehr. Das ist halt das Problem. Du kannst gerne mal einen Track haben. Also, der Steier kostet halt bis 15.000. Hergeben. Willst du den echt hergeben? Mein Lindner steht hier. Also, ich sag's mal so, ne? Es ist der Schwächste am Hof. Der, wo man wirklich... Ah, ich würde den Abby tatsächlich momentan noch lassen, weil zu mähen oder so ist halt einfach geil. Ey, mit 10 km/h mähen. Achso. Stimmt auch, weil wie viel bringt der nur noch? 65.000. Ja, gut. Das würde es halt schon bringen. Ja. Ja, dann machen wir es so. Dann lasse ich dir nochmal reparieren. Ja, ich kaufe dabei schon mal den Steier. Ja doch, Steier. So, die wunderbaren Kollegen hier. So, ich komme für die mal. Warte mal. Hm? Darf ich mir den konfigurieren? Nee. Warum? Weil ich den fahre. Und ich krieg dann dein Alpha. Dein Lindrück, oder was? Hallo, der Steuer hat 80 PS, du hast 136. Echt das? Ja. Ja, die Standardwege, die passen am besten. Dach, auf jeden Fall mit guter Beleuchtung, Kotflügel. Ne, wir nehmen schon die dicken. Ja, so. Es passt. GPS. Alter, dieses. Fronthydraulik, Kricker. Motorausführung. Meine Güte, dieses. Nervig, du. Der hat auch jetzt einen zweiten Frontlader am Bau. Also, wir haben jetzt auch noch einen Traktor mit Frontlader. Kaufen. Ist besser so. Oh, leck. Oh, da ist jetzt sind wir wirklich arm. Ja, nicht mehr. Mann, ey, das ist doch nicht mehr. Nee, die ist aus. Er ist an. Super. Oh. Oh. Hm. Ich glaube, du wirst die Hupe mögen, was er hat. Warum? Mhm. Dann machen wir immer hier auf. Nee. Oh, hei, wir haben es hier auch. Alter. Ist das richtig? Nee. Ich check das immer noch nie. Weil das immer noch falsch. Zack. Ah. So, hat auch VCA mit drin, das heißt, wir können ihn noch fahren. Oh, wunderschön. Oh, schön, Ring. Hier ist er. Warte, komm mal her. Hör dir mal die Hupe an. Darf ich mal innen rein? Nee, weil du fährst mit dem weg. Nein, versprochen. Versprochen? Ja. Okay. Warte mal, ich mach die Tür auf. Also stimmt, die kann man aufmachen. Ne? Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich auch nicht. Das ist immer das Problem, ich weiß nicht, das packt immer rum. 40 fette. Ich lass den mal weg. Oh Mann. Haben wir schon eine Frontbetreibung gestellt? Ich muss bloß. Darf ich ganz kurz alles so umstellen bei mir? Damit ich mir dann mit dem Pfand. So. Kann schreien. Was war? Also. Oh, warte mal, bleib mal da! Es wird ein trauriger Moment. Achso, jawohl. Wir haben ihn gequält. Die Frage ist halt, ob ich mich mit dem Ladewagen, also mit dem Ladewagen fahren soll. Hm, ich weiß nicht, ob er es packt. Wie viel PS braucht der? Warte. Wo sind die? Da. 90. 90 PS, er würde es packen, oder? 109 hat er. Er würde es schaffen, glaube ich. Sollen wir den hergeben? Also, er ist eine von den Dingens-Mods von Alpine, also ich würde ihn tatsächlich noch behalten. Dann bin ich jetzt ein Fahrstück von, egal. Weil wir kriegen ja dann gleich Einnahmen von der Gehe schon. Ich krieg da auch wieder. Hast du eigentlich den Helfer schon abgetankt? Nee, ne? Nein. Ach, wir haben die Anzeige rechts oben noch, links oben noch nicht mit drin. Wie heißt die überhaupt? Ist das FLG? Nee. Müssen wir dann später noch mit drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Wie heißt die denn? Universal. Ja, nee, Universal Passenger war es nicht. Oh, der Punkt ist schön.
Geräusch. Oh, herrlich, du. Ja, wie gesagt, soweit ich weiß, wird er demnächst zum Download kommen. Aber wann, bitte schreibt mir hier nicht zu, wann der gute Kollege zum Download kommen wird. Ich gebe euch dann Bescheid, wenn er zum Download freigegeben wurde und dann passt es. Wahrscheinlich aber bloß für PC. Ja, natürlich, das ist klar. Die PS4 gibt es sowas. Es schaut auch ein bisschen komisch aus jetzt. So. Also, die eine Entkopplung, die ist hoch genug. Also, die ist halt wirklich auf Anschlag da oben. Ja, gut. Komm mal her. Also Öldruck und alle, also fürs Öl und Zerfälle hat er, aber ja. Die bisschen arg oben, ne? Dafür, dass die ja so klein sind, ich glaube, das wird spartig, du. Sieht auch ein bisschen ulkig aus, aber gut. Wie weit ist unser Silo? 1%, das geht voran, du. So, warte mal, das ist die Frage. Warte, braucht Unterfilm. Guck mal kurz noch. Viel zu viel. Warte. Also, ich fahr da mal mit dem Gewicht. Jo. So, warte. Hier ist der Büro. Das lag gerade ultra hart. Keine Ahnung, vielleicht gerade, weil ich getappt bin. Oder weil der Helfer voll ist und wartet. Ich bin unterwegs. Moment mal. Das haben wir schon VCA mit drauf. Ja. Ich bin jetzt dann mal fix dort. Hey, jo. Aber wir dürfen uns fürs Zuschauen von heute schon bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abendmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Unten den roten Knopf grau färben. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Dann sehen wir uns demnächst zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard im LS19 APDC und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Compass was wrong, and I'm still on my feet.